Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute geht es um Bambus und wie man den schneidet. Bambus schneiden ist generell nicht ganz so einfach, weil er gehört nicht zu den Gehölzen, sondern zu der Gruppe der Gräser mit verholzenden Halmen. Grundsätzlich ist Bambus schnittverträglich und darf in Form für eine Hecke oder auch ausgelichtet werden, damit man die Halme besser im Einzelnen sieht und somit kommen die Halme dann auch besser zur Geltung. Vor dem Schnitt sollte man auf jeden Fall das Wuchsverhalten eines Bambus kennen. Botanisch ist der Bambus ein Ziergras und treibt jedes Jahr mit neuen Halmen aus dem Boden. Ein Bambushalm wächst nur eine Saison lang, also ein Jahr, und hat Ende des Jahres seine endgültige Höhe erreicht. Daher dürfen Hecken nicht niedriger als die gewünschte Endhöhe geschnitten werden. Einjährige, fertig ausgebildete Halme bilden dann nur noch kleine Seitentriebe mit Blättern an den Halmknoten. Diese Halmknoten sind dann bei einem Schnitt wichtig und auch zu beachten. Das Wuchsverhalten, die Endhöhe und die Wuchsform hängt von der Sorte, Alter und der Nährstoffversorgung bzw. auch den Standort ab. Die Langlebigkeit oder die Entwicklung eines einzelnen Halms erstreckt sich über ca. 10 Jahre. Zuerst entwickelt sich ein dünner, einfacher Halm. Nächstes Jahr erfolgt die Seitenverzweigung am Knoten und auch die Blätterbildung. Hier kann man das noch sehr schön sehen. Das ist dann ein Trieb, der wirklich vom Frühjahr bis zum Sommer sich entwickelt hat. Es ist wirklich wie so ein Strohhalm im Prinzip, ohne Seitenverzweigung. Das bildet er halt innerhalb von einem Jahr. Und wenn dann die Zeit vergeht, nach 3 bis 4 Jahren sieht dann dieser Halm so aus, also hat die schöne Seitenverzweigung gebildet und hat wunderschöne Blätter entwickelt. Nach ca. 8 bis 10 Jahren verlieren die Halme dann an Biegsamkeit und an Farbe. Sie werden grau und sterben ab. Diese Halme werden durch neue Triebe jährlich ersetzt, dadurch fällt es nicht auf. Diese alten grauen Halme können auf jeden Fall bodennah entfernt werden. Fagesia fällt manchmal nach einem Regenschauer oder nach einem starken Schneefall auseinander, dann bietet sich ein Schnitt auf jeden Fall an. Ich stehe hier an einem Bambus, der im Kübel wächst. Und bei dem war das wirklich so, der stand an einer Hauswand, was auch wichtig ist, damit der Kübel nicht durchfriert über Winter, auch ab und zu mal gießen. An der Hauswand stehen die Halme und hier vorne lag der Schnee drauf. Somit hat er hier Schneelast ertragen müssen. Und sie haben sich nicht wieder vollständig nach oben wieder aufgestellt. Deswegen bietet es sich wirklich an, dann hier im äußeren Kranz im Prinzip die nach unten hängenden Halme abzuschneiden. Und dann haben sie weniger Gewicht und dann stellen sie sich auch wieder von alleine auf. Hier hängt er auch wieder so vollkommen aus der Form. Ich würde mir hier wieder so ein Knoten suchen und direkt über dem Knoten abschneiden. Somit hat er dann wieder, passt er sich mehr der Form an. Weil Fagesia keine gefürchteten Rhizome, also Ausläufer, bildet, wird er gerne als Hecke gepflanzt. Ideal wäre bei einem Heckenschnitt ein gestufter Rückschnitt. In der Mitte der Hecke die Halme, in der der Sichtschutz am wichtigsten ist, würde ich die Länge vollständig belassen und immer dann weiter nach vorne kann man in Stufen dann etwas niedriger werden. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil diese Halme, die in dem Vordergrund stehen, dann mehr Blätter ausbilden und somit, so wie bei dieser Hecke, dann ein Bambus wirklich von oben bis unten gut beblättert ist, aber nicht nach vorne ausragt, also trotzdem seine Form behält. So entsteht dann eine schöne, volle, dichte, grüne Hecke, die aber zugleich als Sichtschutz dient. Ich zeige euch das jetzt nochmal im Detail, wie ich diese Hecke vor einem Jahr geschnitten habe. Der äußere Rand im Prinzip, also die ersten Zweige von ganz außen, habe ich so ungefähr 1,20 Meter gelassen. Also das ist dann die niedrigste Zone. Je
weiter man dann nach innen kommt, das ist dann die nächste. Der ist dann ungefähr 20 cm länger, über so einem Knoten jeweils geschnitten. Und immer weiter rein, je weiter man ins Innere geht, hat man dann halt die höchste Länge. Also der ist dann auch gut und gerne so 1,80 Meter ungefähr. Also hat man 3 bis 4 verschiedene Höhen, von außen nach innen höher werdend. In den Folgejahren müssen dann nur noch die 9 Halme, also die wieder aus dem Boden austreiben, dieser Heckenform angepasst werden. Der beste Zeitpunkt für einen Heckenschnitt wäre der Spätherbst oder das Frühjahr. Durch einen regelmäßigen Korrekturschnitt entwickelt dann besonders der Fagesie eine sehr üppige Belaubung. Eins möchte ich auf jeden Fall nochmal zur Entlastung des Bambus erwähnen. Jedes Jahr verliert der Bambus vertrocknete Blätter. Er gilt als immergrün, aber trotzdem hat er ja immer ein Absterben und ein Neubilden von Blättern. Das ist relativ normal, vor allen Dingen, wenn der Winter dann etwas härter gewesen ist. So, ich stehe jetzt an einem Kübelbambus. Das ist die Sorte Fagesia robusta Kempel. Da habe ich übrigens auch schon mal ein Video dazu gedreht. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. So sieht die Pflanze dann aus. Man kann also auch einen Bambus über längere Zeit in einem Kübel halten, weil er jetzt wirklich nur ausladend ist und auch hier wieder so ja, mehr in den Weg reinragt, würde ich da jetzt den Schnitt ansetzen. So, ich fange dann schon mal an. Ich gehe die äußeren Halme, also von dem äußeren Rand der Pflanze, da gehe ich am schärfsten ran, also nehme am meisten Höhe runter. Und je mehr man nach innen in die Pflanze hineingeht, kann man stufenweise etwas höher gehen, dass man dann am Ende trotzdem noch den Sichtschutz hat. So, die äußeren Halme, da achte ich auch immer auf dieses Segment, auf diesen kleinen Knoten. Immer über diesen Knoten schneiden. Hier sieht man diesen Halm und dann ist hier dieser Knoten mit dieser beginnenden Seitenverzweigung ungefähr so, ja, 2 Jahre ist der alt. Letztes Jahr gebildet, 1 Jahr die Seitenverzweigung entwickelt und Blätter. Dieses Jahr wird er geschnitten. Genau hier ist der Knoten. Direkt über dem Knoten schneide ich ab. Und jetzt wird er auf jeden Fall auch noch mehr Seitenverzweigungen ausbilden und mehr Blätter. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit, so differenziert zu schneiden als mit der Heckenschere, aber das Endergebnis ist auf jeden Fall schöner. Ich gehe immer noch mal nach von einer entfernteren Position, um dann noch mal zu gucken, welche Halme dann raus müssen. Das kann man dann von der Entfernung meist besser noch mal sehen, damit das dann ein schönes Gesamtbild ergibt. Genau, jetzt habe ich wirklich das Herausragende schon abgeschnitten, trotzdem die oberen lang gelassen, dass im Prinzip ja auch mein Sichtschutz erhalten bleibt. Jetzt haben die Halme hier auch noch ein bisschen Licht bekommen. Also die Sonne kommt hier mehr rein. Das heißt, dass auch jedes Segment mehr Seitenverzweigung ausbildet und auch mehr Blätter. Das ist ein sehr großer Vorteil, wenn man diesen Schnitt vollzieht, dass man im Prinzip von unten bis oben dann eine beblätterte Hecke hat. Ich hoffe, dass ich das euch einigermaßen gut erklären konnte. Bambus zu schneiden ist wirklich nicht einfach. Man muss so ein bisschen die Form behalten und gucken, wo man schneidet, also immer diesen kleinen Knoten im Blick behalten. Es ist alles so ein bisschen mit Zeichnung erklärt, dass es ein bisschen leichter zu verstehen ist, damit ihr das wirklich perfekt durchführen könnt. Wenn ihr sonst noch Fragen dazu habt, gern in die Kommentare schreiben, dann kann ich sie gleich beantworten. Bis dahin eine schöne Gartenzeit!